Ich bin Präsident des Betriebssportverbandes Hamburg. Wir vertreten die betrieblichen oder betriebssportlichen Interessen von ca. 500 Unternehmen mit 60.000 Mitgliedern. Wir organisieren den klassischen Betriebssport, aber eben seit vielen Jahren auch zunehmend Angebote im Bereich betrieblicher Gesundheitsförderung. Im Gegensatz zum Vereinssport ist es so, dass der Betriebssport besondere Vergünstigungen durch den Gesetzgeber erfährt. Es gibt zum Beispiel im Betriebssport die Regelung, dass Betriebssport dem sogenannten BG-Schutz, also dem Schutz der Verwaltungsberufsgenossenschaften unterliegt. Und außerdem, wenn der Arbeitgeber Geld ausgibt für Präventionsmaßnahmen, es hierfür im Grunde besondere steuerliche Vergünstigungen gibt.